Der Mai war mein stärkster Dividendenmonat, den ich bisher jemals erlebt habe. Gleichzeitig war er, was die Kurse angeht, ein wirklich schwacher Monat. Und deshalb wollen wir heute in mein Depot schauen, wie sich dieses entwickelt hat. Ja, hi Leute, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Best Invest. Mein Name ist natürlich immer noch Stefan und heute gibt es wie jeden Monat ein neues Depot-Update zu meinem Depot. Für alle, die neu hier auf dem Kanal sind, ich habe dieses Depot seit 2014 aufgebaut, bespare dieses aber jetzt schon über ein Jahr lang nicht mehr. Trotzdem mache ich hier regelmäßig Updates, einfach um die Entwicklung des Depots zu zeigen. Und auch diesen Monat gab es hier wirklich wieder heftige Schwankungen, aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr dran bleibt. Die Vorstellung dieses Depots und auch die Playlist zu den Depot Updates findet ihr unten in der Videobeschreibung, also da könnt ihr das Ganze auch gerne nachverfolgen, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Wenn ihr das auch in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt schon mal den Kanal und gebt dem Video gerne am Ende auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir außerdem natürlich sehr gerne in die Kommentare, wie es aktuell bei euch läuft, wie euer Depot sich bisher schlägt im Jahresverlauf. Das ist ja wirklich spannend dieses Jahr. Das dürfte ziemlich unterschiedlich aussehen, je nachdem, was ihr im Depot habt. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt schauen wir auch direkt rein. Und wir sehen hier auch direkt, wie sich das Depot im Monat Mai entwickelt hat. Wir sind in den Monat gestartet mit einem Depotwert von fast 327.000 Euro. Am Ende des Monats belief sich der Depotwert nur noch auf ca. 307.000 Euro. Das heißt, ich habe hier in diesem Monat Verluste erzielt in Höhe von fast 20.000 Euro. Und innerhalb des Monats, ist ganz interessant, war der Tiefstand des Depots sogar bei 285.000 Euro, also nochmal 20.000 Euro niedriger. Das heißt, innerhalb dieses Monats gab es wirklich sehr, sehr große Schwankungen und ich war zwischenzeitlich deutlich über 40.000 Euro im Minus. Und das innerhalb so kurzer Zeit. Warum ich das extra so erwähne? Nun ja, weil es mich einfach beschäftigt hat und ich finde es einfach krass, wie groß diese Schwankungen mittlerweile geworden sind. Denn wenn ich überlege, wie lange ich für 40.000 Euro netto quasi arbeiten muss, dann ist das schon wirklich krass. Und wenn dieses Geld quasi innerhalb von 2 Wochen, war das mehr oder weniger, oder 2,5 Wochen verpufft, dann ist das natürlich schon ganz schön krass und geht an niemanden so ganz spurlos vorbei. Auch wenn alle natürlich muss sagen, ja, wenn die Kurse fallen, freue ich mich nur, dann kann ich günstig nachkaufen und so weiter und so fort. Das sehe ich natürlich auch schon so, aber trotzdem überlegt man dann natürlich, wenn man sieht, dass das Geld einfach Tag für Tag weniger wird auf dem Depot und einfach das über längere Zeit geht, dann ist das schon was, wo man natürlich drüber nachdenkt. Und das will ich natürlich hier auch mit begleiten in dieser Videoserie, deswegen mache ich auch monatlich diese Updates. Ich will euch ja nicht nur zeigen, wenn es jeden Monat hochgeht, sondern auch in diesen eben schwierigeren Zeiten wie jetzt, wie ich mich dann verhalte und so. Ja, keine Ahnung, ist auch für mich ein ganz spannendes Experiment eigentlich. Und ja, im Moment bin ich auf jeden Fall noch relativ gelassen, aber es ist natürlich schon krass, denn ich habe ja auch hier angefangen in diesem Depot mit damals 6.000 Euro irgendwie und da waren die Schwankungen halt noch gering. Auch jetzt sind die Schwankungen prozentual ja noch gar nicht mal so hoch, aber in absoluten Beträgen ist das dann eben doch schon relativ viel, gerade wenn man das mit dem Einkommen vergleicht. Und das ist eben noch ein bisschen schwierig, sich daran zu gewöhnen, aber ich denke, das wird mit der Zeit kommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend im Moment. Jetzt schauen wir wie immer mal, wie sich das Ganze seit Jahresanfang bisher entwickelt hat und auch hier sieht es nicht wirklich besser aus. Wir sehen es hier ein Minus von 33.000 Euro bisher dieses Jahr oder ca. 9%. Also 9% ist jetzt noch gar nicht so viel. Das sieht noch ganz okay aus. Wir sehen das auch nachher im Vergleich zu ausgewählten Benchmarks. Aber trotzdem, wir sehen hier schon 3 Monate von 5 bisher dieses Jahr einfach negativ. Und es scheint auch im Moment so weiterzugehen. Jetzt gab es zwar wieder ein paar Tage eine Erholung, aber ich rechne erstmal nicht damit tatsächlich, dass dieses Jahr hier noch irgendwie grün wird für mich am Jahresende. Es kann natürlich passieren, aber im Prinzip ist es mir auch relativ egal. Ich kaufe sowieso monatlich Aktien nach und bin noch jung, so dass ich jede Krise hier irgendwie auch aussitzen kann. Aber ich finde es trotzdem einfach super spannend, das zu beobachten, weil es ja schon danach aussieht im Moment, dass wir irgendwie einen Bärenmarkt bekommen. Was ich so auch noch nicht wirklich richtig mitgemacht habe mit einem größeren Depot. Wir hatten zwar letztes Jahr den Corona-Crash, aber das ging ja wirklich so schnell einfach nach unten und dann auch wieder nach oben, dass das einfach relativ schonend war für die Nerven, sage ich mal, weil es ging so schnell, man konnte gar nichts tun. Wenn sich das jetzt da wirklich über 2 oder 3 Jahre oder so ziehen sollte und man quasi fast jeden Monat einfach Geld verliert, in Anführungszeichen, man verliert es natürlich nicht, wenn man nicht verkauft, dann ist das natürlich schon härter. Und ich bin gespannt, wie viele von den ganzen neuen Aktionären das tatsächlich durchhalten werden. Ich werde auf jeden Fall durchhalten und ihr könnt das hier auch weiterhin verfolgen. Und ich hoffe, bei euch läuft es im Moment etwas besser als bei mir. Aber naja, wie gesagt, das Ganze ist auch nur vorübergehend eine Momentaufnahme. Und deshalb schauen wir jetzt mal noch etwas weiter hinaus. Also wir zoomen etwas weiter heraus und schauen mal, wie sich das Depot seit dem Jahr 2014 entwickelt hat.
Und wenn ich mir diese Grafiken hier anschaue, spätestens dann bin ich meistens doch wieder sehr beruhigt. Denn wenn man das hier mal sieht, dann ist im Prinzip noch gar nichts angebrannt hier in diesem Depot. Wir sehen es, die letzten Jahre liefen einfach auch hervorragend gut. Also insbesondere bei mir im Depot die letzten 3 Jahre. Hier hatte ich teilweise Renditen von bis zu 60% und jedes der letzten 3 Jahre war einfach mit über 30% Rendite wirklich einfach hervorragend und ja, sowas hätte ich mir damals niemals erträumen lassen. Das heißt, es ist einfach auch völlig natürlich, dass hier eine Korrektur kommt. Und es kann auch wirklich sein, dass es hier noch deutlich weiter runter geht im Depot. Wenn wir mal rechts auf die Grafik schauen oben, dann sehen wir, dass ja bisher wirklich fast noch nichts passiert ist. Das ist jetzt nur ein kleiner Rücksetzer. Und es würde mich nicht wundern, wenn es ja auch noch weiter runter geht. Wie gesagt, dann ist das halt so, ist okay, es gehört zur Börse dazu. Es ist eben keine Einbahnstraße. Man hat ja nicht jedes Jahr diese 8% Rendite, mit denen immer alle rechnen. Das ist eben so, dass man ein Jahr mal 50, 60% hat, in dem anderen Jahr vielleicht minus 25 und im Mittel kommt man dann eben auf diese 7, 8%. Aber es ist natürlich keinesfalls so, dass diese jedes Jahr einfach garantiert kommen und man hier völlig entspannt durchgehen kann. Und das finde ich auch so cool einfach an der Börse. Hier wird wirklich dann die Spreu vom Weizen getrennt und am Ende wird man belohnt, wenn man hier einfach durchhält. Jetzt wollen wir die Performance wie immer noch mit ausgewählten Benchmarks vergleichen. Und das ist ganz interessant dieses Mal. Der DAX ist hier an der Spitze, wie auch schon letzten Monat. Und das ist so eigentlich relativ ungewöhnlich. Im letzten Jahr sah das ganz anders aus. Hier war der DAX meistens das Schlusslicht. Das scheint sich jetzt etwas zu drehen. Finde ich auch spannend. Also der DAX hat ca. 2% zugelegt letzten Monat. Dow Jones und S&P 500 ca. 0% plus oder minus. Nasdaq minus 1,7%, MSCI World ebenfalls minus 1,7% und mein Depot ist dieses Mal natürlich das klare Schlusslicht in diesem Monat mit minus 5,8%. Seit Jahresanfang sieht es dann schon wieder etwas anders aus. Der MSCI World minus 8,3%, mein Depot auf Platz 2 mit minus 9,2%, der Dow Jones ebenfalls 9,2%, der DAX minus 9,4%, S&P 500 minus 13,4% und die Nasdaq hat 22,5% abgegeben. Das heißt, die Technologiewerte konnten sich immer noch nicht wirklich erholen, was aber auch kein Wunder ist nach der Rallye in den letzten beiden Jahren. Interessant ist jetzt natürlich auch, wo denn die Verluste diesen Monat herkamen und da gab es einige Werte, die stark abgegeben haben. Nicht wundern, wenn ihr alles das hier zusammenrechnet, die Verluste und die Gewinne, dann sind das mehr als 19.000 Euro als vorhin angegeben. Das liegt aber einfach daran, dass hier in Portfolio Performance und bei meinem Broker MaxBlue, glaube ich, irgendwie einfach andere Schlusskurse genommen werden oder irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe bei beiden von 1.5. bis 31.5. als Zeitraum angegeben, aber hier kam was leicht anderes raus. Ja, ich denke, hier wurden einfach dann andere Kurse irgendwie genommen. Keine Ahnung, warum genau. Auf jeden Fall passt das nicht ganz zusammen. Ist auch relativ egal. Das bei MaxBlue ist natürlich wirklich was in meinem Depot ist. Insofern ist das das Richtigere im Zweifel. Aber ist auch egal. Wie gesagt, es gab hier extrem große Schwankungen und wenn man dann mal irgendwie einen Tag vorher oder später den Anfangskurs nimmt oder den Schlusskurs, dann kann das schon sein, dass das hier viele 1.000 Euro Abweichung sind. Aber egal, wie gesagt, auf jeden Fall der größte Verlierer war hier Target. Hier ging es ja für die Aktie an einem einzelnen Tag nach den Quartalszahlen schon um 25 bis 30% runter. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch unter dem Video, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ja, Cisco Systems auch wirklich abgeschmiert, über 10%, auch nach den Quartalszahlen abgestraft worden. Apple auch massiv abgegeben. Und das sind dann eben schon die größten Verluste in meinem Depot. Aber wir sehen es auch, viele andere Werte haben diesen Monat einfach an Wert verloren. Nichtsdestotrotz bleibe ich hier langfristig sehr, sehr optimistisch für dieses Depot, denn die Qualität der Unternehmen ist meiner Meinung nach immer noch gegeben, sonst hätte ich diese nicht mehr im Depot. Und wenn die Kurse jetzt eben mal korrigieren, dann ist das eher ein gesundes, reinigendes Gewitter als sonst irgendwas. Und ihr wisst ja, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie in der Regel auch nicht, wenn sie wieder steigen. Und das kann nämlich auch ziemlich schnell gehen. Hier seht ihr jetzt noch die Entwicklung der einzelnen Werte seit Jahresanfang und hier hat sich auch relativ wenig getan. Tabak ist hier wirklich noch ganz vorne an der Spitze mit British American Tobacco und einem Plus von 26%, auch Altria mit einem Plus von 20% und ihr seht es, die meisten Werte sind aber einfach im Minus dieses Jahr. Dazu braucht man, denke ich, auch nicht mehr viel sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.